Seit gestern, liebe Schwestern und Brüder, haben wir im Johannesevangelium einen Sprung gemacht, vom 5. ins 7. Kapitel. Und was wir hier aus dem 7. Kapitel hören, ist sehr herausgeschnitten. Was uns die Leseordnung hier vorenthält, ist, dass die Verwandten Jesu ihn warnen, zum Fest hinaufzuziehen. Aber er legt es nicht darauf an, dass es offen zu einem Konflikt kommt. Und doch, als er beim Laubhüttenfest ist, predigt er, unsere Übersetzung sagt, in der Öffentlichkeit redet er. Man könnte es aber genauso gut übersetzen, und das ist wohl treffender, er redet ganz offen. Er verheimlicht nichts von dem, wer er ist, wozu er gekommen ist, was seine Sendung ist. Und damit schließt das Evangelium heute an das von gestern. Jesus legt die Sendung vom Vater her ganz offen. Was ist die Absicht dieser Sendung? Und dann sehen wir eine ganz merkwürdige Öffentlichkeit, die so ist, wie Öffentlichkeit so oft ist. Unentschieden. Abwartend. Er redet in aller Öffentlichkeit, man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat erkannt haben, dass er der Messias ist? Ja, und? Welche Konsequenz hat das für uns, für die Öffentlichkeit, für die Masse, für die Menge? Warten wir mal lieber ab. Lieber auf der sicheren Seite stehen. Oder am besten gar nicht entscheiden. Das ist immer das Beste. Nicht festlegen. Alles offen bleiben. Wenn Jesus offen, ganz offen über seine Sendung spricht, offen darüber spricht, wer ihn gesandt hat, woher er kommt und wohin er geht. Er legt diesen ganzen Weg offen. Das ganze Johannesevangelium betont die Offenlegung dieses großen Weges. Der im Schoß des Vaters ruht, er kehrt dorthin zurück. Und die Jünger sollen wie der Lieblingsjünger in seinem Schoß ruhen, damit sie seinen Herzschlag aufnehmen, damit sie seinen Weg gehen und nicht ihren eigenen Ideen oder Theologien oder Thesen oder irgendwelchen Papieren folgen, sondern nur ihm. Sich einordnen lassen in diesen Weg, denn es ist der einzige Weg der Rettung. Heute fragt uns das Evangelium, wo wir stehen. Auch in der Menge. Staunend, wir nehmen es wahr, wir hören, aber letztlich innerlich unentschieden.